Tony Robbins, unangreifbar. Deine Strategie für finanzielle Freiheit. Entdecke die Kunst des Kapitalaufbaus und verabschiede dich von der Kapitulation. Der Kontoauszug erscheint aus dem Automaten und zeigt es deutlich. Dein Gehalt ist da. Erinnerst du dich noch lebhaft daran, wie es sich angefühlt hat, das erste Mal echtes Geld zu verdienen? Endlich konntest du dir vielleicht den kleinen Luxus gönnen, von dem du geträumt hast. Und vielleicht sogar etwas zur Seite legen. Es ist zweifellos befriedigend, wenn am Ende des Monats noch Geld übrig ist. Doch gleichzeitig stellt sich die Frage, was soll ich jetzt damit machen? Wie kann ich meine Ersparnisse so intelligent anlegen, dass meine finanzielle Zukunft gesichert ist? In dieser Zusammenfassung werden wir dir zeigen, worauf du achten musst, um sicherzustellen, dass dein Sparstrumpf weiterhin prall gefüllt ist und du voller Zuversicht in die Zukunft blicken kannst. In den kommenden Abschnitten wirst du Folgendes lernen. Warum es beim Investieren wichtiger ist, das Risiko zu minimieren als den Gewinn zu maximieren. Warum du gerade dann investieren solltest, wenn die Märkte turbulent sind. Warum es gelegentlich notwendig ist, gegen deine natürlichen Instinkte zu handeln, um dein Konto zu schützen. Kernaussage 1. Beim Investieren dreht sich alles um den richtigen Zeitpunkt. Die Welt der Finanzmärkte mag für viele undurchschaubar erscheinen, doch die Grundlagen des Investierens sind leichter zu erlernen, als du vielleicht denkst. Stell dir einen Bauern vor, der die jährlichen Zyklen der Jahreszeiten aufmerksam beobachtet hat, um die natürlichen Muster zu erkennen. Er weiß genau, wann der beste Zeitpunkt ist, um sein Saatgut auszubringen, um die größtmögliche Ernte einzufahren. Wenn er jedoch diese Muster ignoriert und seine Samen im trockenen Winter aussät, wird er lange auf ein spärliches Wachstum warten müssen. Ähnlich ist es auch beim Investieren. Du musst verstehen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um welche Investitionen zu tätigen. Es geht darum, die Muster der Finanzmärkte zu erkennen. Ein entscheidender Faktor hierbei ist die sogenannte Zinseszinsmethode. Angenommen, du legst jeden Monat einen Betrag beiseite, den du investieren möchtest. Dies führt zu einem stetigen Wachstum deiner Ersparnisse. Dieses Wachstum wird durch einen Prozentsatz, den sogenannten Zinssatz, beschrieben. Wenn du dich mit diesem Zinssatz beschäftigst, wirst du schnell feststellen, dass die Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Je früher du mit dem Investieren beginnst, desto mehr Zeit haben die Zinsen, um dein Geld wachsen zu lassen. Lass uns das anhand eines konkreten Beispiels durchrechnen. Wenn du von deinem 19. bis zu deinem 27. Geburtstag jährlich 3.600 Euro investierst und deine Gesamtersparnisse jährlich durchschnittlich um 10% wachsen, wirst du mit 35 Jahren erstaunliche 106.782 Euro in deinem Portfolio haben. Nun stell dir vor, ein Freund von dir investiert jedes Jahr die gleiche Summe, beginnt jedoch erst mit 27 Jahren. Mit 35 hat er dann nur 53.775 Euro an Anlagekapital, also gerade einmal die Hälfte von dem, was du bis dahin erwirtschaftet hast. Nur weil du ein paar Jahre früher angefangen hast, liegst du satte 53.000 Euro vor ihm, obwohl ihr die gleiche Summe eingezahlt habt. Beeindruckend, nicht wahr? Kernaussage 2. Es geht nicht darum, viel zu gewinnen, sondern wenig zu verlieren. Wie im vorherigen Abschnitt besprochen, erfordert erfolgreiches Investieren eine sorgfältige Planung. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Entwicklungen an den Finanzmärkten nicht vorhersehbar sind. Dabei steht nicht der Fokus auf dem Potenzial für große Gewinne, sondern auf der Minimierung von Verlusten. Tony Robbins identifiziert 4 Prinzipien, die erfolgreiche Investoren bei ihren Entscheidungen leiten. Er nennt sie die Core Four. In diesem Abschnitt stellen wir dir das erste Prinzip vor, während die anderen 3 später behandelt werden. Das erste Prinzip lautet, konzentriere dich nicht darauf, möglichst viel Geld zu gewinnen, sondern darauf, so wenig wie möglich zu verlieren. Warum? Weil es immer schwieriger wird, zu deinem ursprünglichen Kapital zurückzukehren, je mehr du verlierst. Stell dir vor, du investierst 1.000 Euro und erleidest einen Verlust von 50%. Du hast dann nur noch 500 Euro übrig. Wenn du diese 500 Euro wieder investierst und einen Gewinn von 50% erzielst, erhältst du nur noch zusätzliche 250 Euro, insgesamt also 750 Euro. Um zu deinen anfänglichen 1.000 Euro zurückzukehren, musst du nun einen Gewinn von 100% erzielen. Was bedeutet das konkret für dich als Anleger? Du solltest dir bewusst sein, dass niemand die Entwicklungen an den Finanzmärkten vollständig vorhersagen kann. Wirklich niemand. Selbst die erfahrensten und angesehensten Wertpapierhändler liegen regelmäßig falsch.
Ein Beispiel hierfür ist Ray Dalio, der Gründer der erfolgreichen Investmentfirma Bridgewater Associates und eine echte Größe an der Börse. Im Jahr 1971 wurde der Dollar vom Goldstandard abgekoppelt und Dalio wettete auf einen Absturz der Märkte, während sie tatsächlich in die Höhe schossen. Seitdem ist ihm klar, dass die Launen und Kapriolen der Aktienkurse nie vollständig vorhersehbar sein werden. Daher lautet die Devise: Schütze dein Geld vor dem, was niemand vorhersagen kann. Du kannst das erreichen, indem du immer mit Schwankungen und Unsicherheiten rechnest. Wie du dabei sicherstellst, dass du nie zu selbstsicher wirst und dennoch beim Investieren erfolgreich bist, wirst du durch die anderen drei Prinzipien erfahren. Kernaussage 3: In Krisenzeiten können unterbewertete Wertpapiere eine höhere Rendite bei geringerem Risiko bieten. Entgegen der Behauptung einiger Börsenexperten, dass man viel riskieren müsse, um viel zu gewinnen, ist dies so nicht richtig. Halte dich daher an das zweite Prinzip der Core 4 und investiere in Wertpapiere, die ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil aufweisen. Ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Risiko- und Renditechance bedeutet, dass die Chancen auf Kurssteigerungen einer Aktie wahrscheinlicher sind als weitere Kursverluste. Diesen Ansatz verfolgt der berühmte Investor Paul Tudor Jones. Er investiert nach dem Prinzip von 5:1. Er investiert nur dann $10, wenn er von einer potenziellen Gewinnmöglichkeit von $50 ausgeht. Eine derart hohe Renditemarge ermöglicht es ihm, in erstaunlichen 80% der Fälle falsch zu liegen. Dies mag zwar unrealistisch hoch klingen, ist jedoch mathematisch nachvollziehbar. Warum? Wenn Tudor Jones in 5 verschiedene Investitionen zu je $1000 investiert und 4 davon vollständig scheitern, bleibt ihm immer noch die eine erfolgreiche Anlage, bei der die anfänglichen $1000 auf $5000 anwachsen. Selbst wenn er also nur zu 20% recht hat, verzeichnet er am Ende keinen Verlust. Er behält seine ursprünglichen $5000. Wenn jedoch nur 2 von 5 Geschäften scheitern, sieht die Situation ganz anders aus. Wenn $2000 verloren gehen, bleiben immer noch 3 erfolgreiche Investitionen übrig, die $3000 in $15000 umwandeln. Tudor Jones achtet daher stets darauf, dass die Renditechance größer ist als das Verlustrisiko auf dem Markt. Eine praktische Umsetzung dieser Regel besteht darin, in Wertpapiere zu investieren, deren Preise aufgrund aktueller Krisen stark gefallen sind und die deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Denken wir zum Beispiel an die verheerende Finanzkrise von 2008. In dieser Zeit blickten viele Menschen pessimistisch in die Zukunft. Doch genau zu dieser Zeit boten Aktien, deren Kurse stark gefallen waren und die als unterbewertet galten, eine hervorragende Investitionsmöglichkeit. Im März 2009 war beispielsweise der Aktienwert der international tätigen Bankengruppe Citigroup von $57 auf lediglich 97 Cent gefallen. Innerhalb von nur 5 Monaten erholte sich der Wert jedoch auf $5 pro Aktie. Das entspricht einem beeindruckenden Anstieg von 500%. Kernaussage 4: Achte immer auf Steuern, da sie eine Bedrohung für dein Vermögen darstellen können. Gehörst du zu den Menschen, die am liebsten vor Steuerangelegenheiten die Augen verschließen würden? Das ist zwar verständlich, aber in der Finanzwelt keine kluge Idee. Steuern werden immer einen erheblichen Anteil deines Vermögens in Anspruch nehmen. Dies beginnt bereits bei der Einkommenssteuer. Egal, ob du in New York, London oder Berlin lebst, als gut verdienender Mensch wirst du stets einen Spitzensteuersatz zwischen 40% und 50% zahlen. Nehmen wir an, du möchtest in einen Investmentfonds investieren. Ein Anlageprodukt, bei dem Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere vieler Anleger gemeinsam verwaltet werden. Das bietet den Vorteil, dass du als Anleger von den Renditen der gesamten Gruppe profitieren kannst. Der Nachteil ist jedoch, dass du, sobald du Anteile des Fonds kaufst, auch finanzrechtlich als Mitinhaber des Fonds betrachtet wirst und somit auch Steuern auf seine kurzfristigen Gewinne zahlen musst. Stell dir vor, der Fondsmanager verkauft ein Aktienpaket, das erst kürzlich stark im Wert gestiegen ist, nur wenige Tage nachdem du eingestiegen bist. In diesem Fall bist du gesetzlich verpflichtet, Steuern auf den kurzfristigen Kursgewinn der Papiere zu zahlen, obwohl du selbst von diesem Wertzuwachs nicht profitiert hast, da du erst nach dem Anstieg eingestiegen bist. Das dritte Prinzip der Core 4 lautet daher: Sei klug im Umgang mit Steuern. Dies beinhaltet auch das Unterscheiden zwischen Netto- und Bruttowerten.
Wenn dir jemand eine Investition mit hoher Rendite empfiehlt, kläre unbedingt ab, ob es sich um abzugs- und steuerbereinigte Nettowerte oder Bruttosummen handelt. Suche stets nach den am besten steuerlich begünstigten Anlageoptionen. Manchmal kann es sich auch lohnen, statt in einen Investmentfonds in einen Indexfonds zu investieren. Indexfonds werden nicht aktiv von einem Manager verwaltet, der ständig Risiken abwägen und spekulieren muss. Stattdessen bilden sie einen kompletten Aktienindex wie den DAX oder den S&P 500 ab. Diese Wertpapiere entwickeln sich langfristig und weniger volatil, was es dir ermöglicht, langfristig zu investieren und gleichzeitig weniger Steuern zu zahlen. Kernaussage 5. Schütze deine Investitionen durch Diversifizierung deines Portfolios. Was heute noch hoch im Kurs steht, kann morgen schon in der Versenkung verschwinden. Dies gilt nirgendwo so sehr wie in der Modebranche und an den oft volatilen Aktienmärkten. Um dich vor solchen Schwankungen zu schützen, ist es ratsam, in eine breite Palette von verschiedenen Wertpapierprodukten zu investieren. Stell dir vor, du hast dein Geld ausschließlich in Immobilien investiert. Nun stelle dir vor, der Immobilienmarkt erleidet einen Zusammenbruch, wie es in Spanien im Jahr 2008 der Fall war. In einem solchen Szenario könntest du dein gesamtes Vermögen verlieren. Diversifizierung bedeutet hingegen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern in eine Vielzahl von Anlageoptionen zu investieren. Hier sind einige Möglichkeiten zur Diversifizierung. Möglichkeit 1. Investiere in verschiedene Anlageklassen, einschließlich Aktien, Anleihen und Immobilien. Aktien repräsentieren Unternehmensanteile, während Anleihen Gläubigerrechte und Zinszahlungen gewähren. Eine solche Diversifizierung deines Portfolios bietet den Vorteil, dass du im Falle eines Zusammenbruchs auf einem Markt nicht dein gesamtes Vermögen verlierst, da du in anderen Anlageklassen investiert bist. Möglichkeit 2. Streue das Risiko innerhalb der einzelnen Anlageklassen. Das könnte bedeuten, dass du nicht nur in Aktien eines einzelnen Unternehmens investierst, sondern auch Anteile anderer Unternehmen in derselben Branche kaufst. Möglichkeit 3. Streue dein Portfolio über verschiedene Länder hinweg. Die Finanzmärkte erstrecken sich über Ländergrenzen hinweg und eine internationale Diversifizierung kann das Risiko weiter reduzieren. Möglichkeit 4. Baue dein Portfolio im Laufe der Zeit auf, indem du regelmäßig neue Investitionen tätigst. Da niemand vorhersagen kann, wann welche Anlagen boomen oder abstürzen, kann eine schrittweise Diversifizierung im Laufe der Zeit eine kluge Strategie sein. Durch diese 4 Maßnahmen schaffst du eine breite finanzielle Grundlage. Nun ist es wichtig zu lernen, rationale Entscheidungen zu treffen und Impulsreaktionen zu überwinden. Dies wird im nächsten Abschnitt weiter vertieft. Kernaussage 6. Überwinde deinen natürlichen Hang zu finanziellen Fehlentscheidungen durch Disziplin und Routine. Wusstest du, dass das menschliche Gehirn aufgrund seiner evolutionären Entwicklung natürlicherweise dazu neigt, in finanziellen Angelegenheiten Fehlentscheidungen zu treffen? Dies liegt daran, dass der Bereich des Gehirns, der finanzielle Verluste verarbeitet, auch mit lebensbedrohlichen Bedrohungen in Verbindung steht. Stelle dir vor, wie unsere Vorfahren in der Wildnis auf die Begegnung mit einem gefährlichen Säbelzahntiger reagierten. Angesichts einer derart lebensbedrohlichen Bedrohung nahmen sie vermutlich instinktiv die Flucht, um ihr Leben zu retten. Nun, im Jahr 2008, hast du im Laufe der Jahre fast dein gesamtes Erspartes in Aktien investiert. Wie würdest du auf den Ausbruch der Finanzkrise reagieren? Wahrscheinlich würdest du ebenfalls in Panik geraten und versuchen, so viel wie möglich zu retten. Obwohl dieser Überlebensinstinkt in manchen Situationen nützlich sein kann, ist er in finanziellen Angelegenheiten oft kontraproduktiv. Rational betrachtet wäre die beste Reaktion auf eine Krise jedoch, weitere Aktienanteile zu kaufen. Denn in solchen Krisenzeiten werden oft unterbewertete Wertpapiere zu niedrigen Preisen gehandelt, die in naher Zukunft wahrscheinlich wieder steigen werden. Die gute Nachricht ist, dass du diese Angstreflexe überwinden kannst. Du kannst dich disziplinieren, indem du krisenfeste Kriterien in einer Checkliste zusammenstellst, die du vor jeder Investitionsentscheidung durchgehst. Ähnlich wie Flugzeugpiloten vor jedem Flug umfangreiche Checklisten durchgehen, kannst auch du als Investor eine feste Prozedur zur Selbstkontrolle etablieren, um möglichst rationale und objektive Entscheidungen zu treffen. Paul Tudor Jones, der bereits erwähnte Unternehmer, verwendet vor jeder Investition eine solche Checkliste, in der er eine Reihe von selbst erarbeiteten Kontrollfragen beantwortet. Zum Beispiel, ist es ein Geschäft, das jeder eingehen würde? Oder niemand?
Ist das Risikorenditeprofil der Investition asymmetrisch? Wann ist der beste Zeitpunkt für den Einstieg und den Ausstieg? Diese Fragen dienen ihm als Sicherheitsroutine, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Zusammenfassung zum Buch von Tony Robbins: Unangreifbar. Die Kernbotschaft dieses Buchs ist, dass finanzieller Erfolg nicht nur den Reichen und Risikofreudigen vorbehalten ist. Selbst wenn du nur begrenztes Kapital zur Verfügung hast, kannst du durch das richtige Grundwissen und einen gut durchdachten Plan deine Ersparnisse vermehren. Die Schlüsselprinzipien für diesen Erfolg sind Diversifizierung und Disziplin. Durch Diversifizierung, also die Verteilung deiner Investitionen auf verschiedene Anlageklassen, Länder und Zeitpunkte, kannst du dein Vermögen schützen und langfristig aufbauen. Disziplin bedeutet, rational zu handeln und emotionale Impulsreaktionen zu vermeiden. Mit diesen Strategien kannst du dein Vermögen selbst in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten erfolgreich mehren und schützen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!